Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei City Skylines. Unsere Stadt Chaotis an der Muchte wächst und gedeiht und wächst und gedeiht dazwischen ein bisschen. Wir haben beim letzten Mal ein Zoo gebaut, unsere kleinen Reitkoppel. Wir haben hier noch ein bisschen Platz und wir haben auch hier drüben noch ein bisschen Platz. Ich wollte da noch so ein kleines Gebäude reinmachen. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich da einen Platz reinmache oder eher sowas Amüsantes. Wie eine Hüpfburg zum Beispiel. Oder ein Karussellpark. Will ich sowas da hinstellen? Oder machen wir sowas eher in die Stadt? Das ist ja auch lustig, wenn du da mitten in der Stadt erstmal so ein Karussellpark. Na, warum denn auch nicht? Zack. Hast du einen Karussellpark? Habt ihr jemals sowas Beklopptes gesehen? Ich nicht. So. Wir haben aber da noch einen Haufen andere Gebäude. Wie zum Beispiel, was ist das hier? Ach, das ist Quelle von Leben und Tod, Alter. Das ist krank. Wissenschaftszentrum. Boah, ist das riesig. Beiß mir die Kochonnes rund, mein Freund. Das ist riesengroß. Haben wir für sowas überhaupt Platz irgendwo? Könnten wir höchstens hier oben mit hinmachen, aber da oben haben wir unser Waldstück. Könnten das hier machen, wenn wir die umziehen lassen. Was ist denn das andere? Ist ein bisschen kleiner. Turm der hohen Zinsen. Hat auf jeden Fall schon mal einen interessanten Namen. Versuch gerade, ob wir den einfach so irgendwo hinstellen können, ohne dass da jetzt großartig was abgerissen werden muss. Das sieht nicht so aus. Doch hier. Alter Verwalter, willst du mir die Birne weich kloppen? Da beiß ich direkt eine Socke in mein Loch. Die Teile. Wollen wir die umsiedeln hier rüber? Oder wollen wir uns erstmal hier um den, um das Parkstück kümmern? Erstmal will ich die Straße noch da reinziehen. So. Und dann habe ich mir überlegt, dass wir... Wo sind denn hier die normalen Wege? Da sind Wege. Pflasterweg, Kiesweg, Fahrradstraße. So, warte mal. Jetzt muss erstmal mein Hirn arbeiten. Können wir das auch als Bogen machen? Oh, da reißt das gleich bis dahin ab. Das sollte nicht so das Problem sein, glaube ich. So. Und dann nämlich, wenn wir hier sagen, okay. Das geht so nicht. Warum geht denn das so nicht? Ach, das können wir einfach daneben pflanzen, oder? Müssen wir da keine Verbindung setzen? Aber hier mit den Kieswegen, ne? Da brauchen wir eine Verbindung. Werden Kieswege überhaupt genutzt? Das ist meine Frage. Das ist eine gute Frage, finde ich.
Na? So ein bisschen parkmäßig. Also an die Straße geht's ran. Wahrscheinlich, weil da... Ey, ich verstehe einfach nicht. Muss ich aber auch nicht verstehen. Wichtig ist, wir haben hier einen kleinen Park. Kannst du hier schön an der Autobahn lang. Was man halt so macht in einem Park. Nur einfach so ein bisschen Park. Wir wollen erstens mal reden, denn das ist ja nicht zuletzt ein Let's Play. Und zweitens wollten wir noch ein wenig gucken mit Gewerbegebieten. Da zum Beispiel. Da müssen einfach so ein paar reinstreuen. Ich glaube, das kommt ganz gut dann. Lassen wir so. Bin eigentlich relativ zufrieden mit der Stadt. Funktioniert, sieht schön aus. Also zum großen Teil jedenfalls. Wir haben noch hier so viel Gewerbegebiet. Verstehe ich nicht. So, warte mal. Wie machen wir das jetzt? Gerade mal konzentrieren. So, will ich nämlich mal was ausprobieren. Nein. So, wie macht man das jetzt? Spezialisierung, keine Spezialisierung. Richtlinien vorrangig europäisch. So. Funktioniert das? Wir spulen mal ein bisschen vor. Europäisch. Wir helfen mal kurz ein bisschen nach. Funktioniert das jetzt? Irgendwie passiert nichts. Weil wir keine Nachfrage an Wohnhäuser haben. Das ist natürlich tragisch. Natürlich sehr tragisch. Kacke! Das sollte nämlich Germantown werden. Wo die Gebäude europäisch gebaut werden. Aber ich weiß nicht, ob man da... Oh, wir haben wieder mal gewonnen. Im Great Spencer.
Ja, das ist natürlich schade. Einen botanischen Garten haben wir hier noch. Natürlich alles so schön cool dicht gebaut, wie ich es ja auch wollte. Aber dadurch passt dann nirgendwo mehr was hin. Hier. Alter, wie die ganzen Gebäude aufgewertet werden. Was geht hier ab? Jetzt rasten sie richtig aus. Krasser Shit, krasser Shit, krasser Shit. So, was haben wir denn noch Schönes? Sollen wir den Bodenrichtwert damit hochballern? Reitstall haben wir gebaut. Skateboardpark haben wir eigentlich. Jetski-Verleih, meh. Expo-Center, haben wir ja gesehen, das ist ja riesig. Theater der Wunder. Modern Art Museum. Eine Expo ist natürlich auch riesengroß. Statue des Wohlstands. Shopping-Statue. Platz der Toten. Ein gruseliger Platz zum Feiern der Totenbeseitigung der Stadt. Anforderungen für den Bau. Kernfusionskraftwerk. Ach so, erst das bauen und dann den Kernfusionskraftwerk. Das ist ja völlig krank. Das können wir hier neben dem Reitstall bauen. Oder hier in den Park rein. Geht das? Oh, das wäre so geil gewesen. Jetzt hier mitten in den Park rein. Oh, ist das creepy, Alter. Das will ich auf jeden Fall mitten in der Stadt haben. Das sieht ja mal richtig krank aus. Der Engel des Todes. Am besten mitten in so einer Häuserschlucht. Da. Das ist ja voll krank. Gefällt mir. Oh, da ist der Mülleimer voll. Kein Platz mehr. Friedhof. Naja, aber daneben haben wir ja ein Krematorium, ne? Irgendwo, da haben wir das Krematorium. Ja, und das ist nicht mal ausgelastet, nicht mal ein bisschen. Nicht genügend Käufer für Produkte. Das ist das, was mich wundert. Wir haben hier einen Haufen Industrie, was noch nicht, 9 überqualifizierte Arbeiter. Das Problem ist, wir haben so gute Bildung bei uns in Chaotis, dass wir nicht mehr, und das hört sich jetzt echt fies an, aber nicht mehr genügend Ungebildete haben. Germantown ist ausgestorben. Das ist echt krass. Hallo. Kann da bitte einer einziehen? Ja, wir haben nicht mehr genug Nachfrage hier. Das ist echt strange. Ich überlege, ob wir das noch ein Stück weiterziehen. Das war Schmu. Zack. 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 So, der Bereich hier ist Germantown. Richtlinien europäisch. Vielleicht müssen wir da Richtlinien erst einstellen. Huch, wo waren denn Richtlinien? Strom, Stufen, Verkehr, Lärmbelastung, Bodenrichtwerte, Straßeninstandsetzung, Zustand.
Da könnten wir noch eine bauen, ne? Dass die mal ein bisschen mehr hier. Obwohl, die kommen eigentlich überall ran. Wundert mich so ein bisschen. Außer an die Autobahn. Warum kommen die nicht an die Autobahn? Aber sie sind nirgends an die Autobahn hochfahren können. Tja, das ist natürlich... Das ist natürlich doof. Das ist natürlich echt doof, ne? Da ist Platz. Oh, ein Germantown bauen sie. Gebäude in gering besiedeltem Wohngebiet. Warum ist er unzufrieden? Warum ist er unzufrieden? Aber wollte gerade sagen, was geht denn mit ihm, Alter? Er hat doch hier alles. Wir haben ihm doch alles gegeben. Er hat doch alles bekommen. Ja, da müssten nämlich dann Häuser so im typisch deutschen Stil gebaut werden. Ihr seht das. Das sind die Deutschen. Will mal was checken, ob wir wirklich keine Möwen mehr haben. In der letzten Folge hat man schon wenig gehört. Aber... ein paar hört man noch. Aber auf jeden Fall nicht mehr so viele wie vorher. Das gefällt mir, ja. Leute. Das scheint doch hier die Rechnung so ein bisschen aufzugehen, oder? Unser super toller Park hier. Der sieht so scheiße aus. Muss aufpassen, dass du in den halben Wald mit wegreißt. Werden wir doch wieder so eine Straße hinmachen? Zweispurige Kiesstraße. Naja, wenn's schön macht. Ja, ich würde sagen, wir sind so langsam mit Chaotis an der Muchte an dem Punkt angekommen, wo es für uns dann nur noch ans Verbessern geht. Wir können natürlich immer noch hier drüben kleine Dörfer bauen und alles, aber das würde ich euch dann gerne überlassen. Wir haben die Stadt auf jeden Fall zu dem gebracht, was ich ungefähr vorhatte zu bauen. Schön dicht besiedelte Stadt. Sie funktioniert. Wir kriegen ordentlich Cash rein. Leute kommen auch, wenn auch gerade wieder ein bisschen wenig. Deswegen würde ich fast sagen, das war's dann mit der letzten Folge hier von City Skylines. Was nicht bedeutet, dass wir niemals eine zweite Season machen. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr da mal Bock drauf habt. Und wenn ja, was ihr dann da sehen wollen würdet, ich würde dann tatsächlich mehr im Kreativmodus spielen. Also einstellen, dass wir keine Geldprobleme haben und auch keine Probleme mit irgendwelchen, wir müssen erst noch was freischalten Sachen, sondern dass wir so bauen können, wie wir wollen. Gefällt mir richtig gut hier, unsere Stadt. Könnt mir natürlich auch auf Twitter Bilder schicken, was ihr noch aus der Stadt gemacht habt, wenn ihr diese Stadt weiterspielen wollt. Ich werde mal gucken, ich glaube, das kann man irgendwie in den Workshop hochladen. Damit wird nämlich dann wieder ein bisschen Platz frei auf dem Kanal für andere Sachen. Denn wir müssen ja immer gucken, dass wir auch mal wieder andere Sachen zocken. Ich habe auch echt Bock wieder auf was anderes mal. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Projekte oder einem der laufenden Projekte wieder. Oder hier bei City Skylines, wenn wir vielleicht eine zweite Season mal machen. Und ihr könnt euch drauf verlassen, ich bin und bleib auch dann noch euer Semi. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.